Hallo, was machen Sie Herren? Ja, jetzt sind wir fast mit unserem Rohbau fertig. Es fehlt nicht mehr viel, es ist jetzt nur noch das Dach zu machen. Das, was wir jetzt als erstes machen, ist halt eine neue Textur. Momentan ist ja noch die Starter-Content-Textur drauf. Und das wollen wir jetzt ändern und damit fangen wir erstmal an. Ich werde den Substance Designer eine neue Textur erstellen für unser Dach. So, jetzt haben unsere Texturen endlich aus Designer fertig. Jetzt wollen wir es aufs Dach bringen. Ursprünglich hatte ich den Plan, dass ich es genau wie beim Holz so mache, dass ich halt das auf verschiedene Materialien aufteile und halt das Teillänge anpasse für halt die Größe. Ist halt leider nicht so einfach und funktioniert nicht so eigentlich, weil wir halt doch sehr, sehr stark unterschiedliche große Meshes haben. Ich bin dann halt übergegangen und habe das World Aligned beibehalten. Man muss halt bei dem World Aligned immer ein bisschen aufpassen, weil es halt doch teurer ist wie das normale Material. Aber in dem Fall ist es halt doch die Arbeit, bis alles passt, sehr, sehr frickelt. Da ist das halt ein guter Ausgleich. Ich sage, okay, ich nehme das in Kauf, dass das World Aligned jetzt ein bisschen mehr Leistung frisst, bis ich halt alle Materialien richtig zugeschnitten habe. So kommen wir zu unserem letzten Mesh oder vielmehr unserer Mesh-Gruppe für unseren Rohbau. Wir brauchen noch einen Zaun, soll ja keiner vom Dach plumpsen. Ja, und das erstellen wir jetzt im Blender. An für sich ein sehr simples Mesh, weil man hat ja einfach nur diese Metallstreben, auf die ja, diese Eckteile zum Zusammenstecken aus, meist aus Plastik mache ich sie. Ja, und dann halt eine Plane für den Zaun. Und dann sind wir auch schon fertig. Wir müssen es nur erstellen. Thank you.
So, die Meshes sind fertig. Man konnte sie auch diesmal problemlos von Blender auf Unreal exportieren. Ja, die Verteilung gibt es dann halt das nächste Mal. Also, wenn ihr das nächste sehen wollt, den nächsten Part, ein Abo wäre ganz nice. Ein Like, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr das alles live sehen wollt, auch mit mir ein bisschen reden wollt, wenn ihr ein bisschen was wissen wollt oder halt auch einfach ein bisschen mitbestimmen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.